Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Superman Ultimate Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Superman in der Ultimate Collector's Edition. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, es ist eine Metallbox zu Superman. Nennt sich hier Ultimate Collector's Edition von Warner Home Video. Die Steelbox kommt hier mit dem Superman-Logo obendrauf. Das Ganze wurde auch hier entsprechend geprägt. Auf den Seiten auch entsprechend gebrandet. Unten ebenso, rechts genauso. Und auf der Rückseite haben wir dann hier so einen Pappschuber, den wir dann natürlich auch abziehen können. Aber hier wird uns erstmal erläutert, was sich in dieser Box befindet. 13 DVDs Ultimate Collector's Edition. Dann haben wir den ganzen Boxinhalt hier noch einmal visualisiert. Die einzigartige Sammlung besteht aus 7 Special Edition Filmen, Reproduktion eines legendären Superman Comic Hefts. Inhalt: Superman der Film 2000 Director's Cut Fassung, Superman 2 Allein gegen alle, Superman 2 Allein gegen alle 2006 The Richard Donner Cut, Superman 3 Der stählerne Blitz, Superman 3 Welt am Abgrund und Superman Returns. Über 20 Stunden Bonusmaterial, Inhalt von 2 Bonusdiscs, Originaldokumentation You Will Believe, Look Up in the Sky, außerdem George Reeves in Superman and the Mole Man, die kompletten Fleischer Superman Cartoons aus den Famous Studios von 1940, Audiokommentare, eine seltene TV-Pilot-Episode, Dokumentationen, Archivmaterial. Also, jede Menge hier drin, technischen Infos, Barcode, okay. Das Ganze ist ab 12 Jahren freigegeben. Dann machen wir den Pappschuber mal ab. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, hier machen wir auf. Und dann kommt uns der Inhalt entgegen. Es ist tatsächlich hier nur ein Stück hier drinnen. Und zwar ist das hier diese Gesamtbox. Ansonsten haben wir hier noch so ein bisschen Schaumstoff, der das hier drin etwas polstert. Und hier sehen wir eben noch die Innenseite der Prägung. Mehr gibt es hier sonst nicht zu sehen. Und dann packen wir das Ganze mal zur Seite und widmen uns der Box. So, auch hier wieder das Superman-Logo in dem Dunkelblau hier, der klassischen Superman-Farbe. Auf der Rückseite auch nochmal Superman abgebildet. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. So, wir haben hier natürlich die DVDs, aber wir haben hier auch hinter diesem Daily Planet 3 weitere Inhalte. Und zwar haben wir hier einmal Superman Ultimate Collector's Edition. Also hier werden uns noch einmal die Inhalte bzw. die Filme etwas erklärt. Dann gibt es hier ein Comic-Heft. Der Mann aus Stahl, Lex Luthor, schlägt zu. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Comic-Heft von Superman. Gut, aber wir starten mal mit den Filmen. Die kommen hier so gestapelt. Das ist Superman The Movie. Das Ganze ist auch hier mal durchnummeriert. Also, hier ist die Nummer 1. Dann geht es hier weiter auf der Rückseite. Das ist dann die Nummer 2. Superman The Movie Nummer 3 und Nummer 4. Also, es gibt tatsächlich hier 4 DVDs zu diesem einen Film, zu Superman 1 aus dem Jahr 1978. Dann haben wir hier mit dabei Superman 2, der stammt aus dem Jahr 1980. Der hat meines Wissens hier 3 DVDs, genau. Also 3 DVDs hier zu Superman 2. Dann haben wir Superman 3 aus dem Jahr 1983. Direkt daneben Superman 4 aus dem Jahr 1987. Und dann haben wir hier noch Superman Returns. Superman Returns aus dem Jahr 2006. Auch nochmal eine zweite DVD. Und dann hier die Bonus-DVDs Look Up in the Sky und You Will Believe. Also die beiden Bonus-DVDs. Ja, also wie gesagt, insgesamt 13 DVDs hier mit dabei. Die 5 Filme in den verschiedensten Varianten und eben dann noch die 2 Bonus-DVDs. Und um das Ganze dann noch etwas besser zu verstehen, haben wir dann hier so eine kleine Beilage, die uns genau das hier erklärt. Also, hier lesen wir es. Nochmal im Überblick, was auf den einzelnen Discs hier zu finden ist.
Mann aus Stahl verhindert Zugkatastrophe. Sieht so ein bisschen nach Zeitung aus. Ja, der Daily Planet. Und hier, wie gesagt, die einzelnen Kapitel dann nochmal. Also hier wird uns erklärt, was sich in den einzelnen Filmen auf den einzelnen Discs so befindet. Auch hier so das Ganze im Zeitungsdesign gemacht, so ein bisschen von der Anordnung und vom Artwork her. Jeder einzelne Film hier nochmal aufgearbeitet. Und wie gesagt, alles hier in dieser Kapitelübersicht. So, dann die Credits zu den einzelnen Filmen. So viel dazu. Dann haben wir noch Comichefte mit dabei. Ein etwas dünneres hier. Das ist das hier, der Mann aus Stahl. Ewiger Feind. So, das werden wir jetzt mal kurz durchblättern. Das hier ist sogar auf Deutsch, das Heft. Also, hier kann man alles anschauen und durchlesen. Wenn es euch wirklich interessiert, dann könnt ihr natürlich gerne das Video immer kurz pausieren und alle Sprechblasen durchlesen. So, dann haben wir hier Werbung. Und hier geht es auch schon weiter. Gut, das war's mit diesem Heftchen hier. Gibt es natürlich auch noch weitere hier. Und dann haben wir noch einen zweiten Comic. Der ist etwas dicker. So sieht das aus. Der ist auch etwas farbiger gestaltet, denke ich. Also die Farben sind hier auf jeden Fall so ein bisschen kräftiger und knalliger als in der vorigen Ausgabe. Dürfte wahrscheinlich auch ein etwas neuerer Comic sein. Ja, also wie man es kennt, es geht hier natürlich immer wild her. Hier wird gekämpft, hier wird geflogen. Action ohne Ende. So, und das war's. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch so ein paar Artworks. Gut, das war's. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Collector's Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Comic-Heft, ein zweites Mal und dann hier dieses kleine Heftchen hier mit den Infos zu dieser Ultimate Collector's Edition, also zu den einzelnen Filmen. Und natürlich dann die DVD-Box an sich hier mit den diversen Filmen auf insgesamt 13 DVDs. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Superman, die Ultimate Collector's Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Superman unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.